In der Handelsakademie und Barkip Bruck an der Mur fand vor kurzem der Unternehmertag statt. Ja, wir haben eine lange Tradition in diesem Punkt schon, weil wir seit über 10 Jahren diesen Unternehmertag gestalten. Und im Grunde geht es darum, dass wir den Jugendlichen nicht nur die Theorie der Wirtschaft vorführen wollen im Unterricht durch unsere Professorinnen und Professoren, sondern dass wir ihnen auch handfeste Vorbilder bringen wollen, wo sie sehen, wie wirklich in der Realität dann auch die Wirtschaft funktioniert und dass sie auch ein bisschen sich abschauen können, was man für Qualitäten und Eigenschaften haben muss, um ein Unternehmen zu leiten, um führend tätig zu sein, um erfolgreich zu sein. Vertreter verschiedenster Firmen waren vor Ort, um mit den Schülern eine Unterrichtsstunde abzuhalten. Das Motto: Logistik ist mehr. Heute steht ja der Tag unter dem Thema Logistik. Was hat jetzt Logistik mit einer Bank zu tun? Das ist auch die Frage, die ich den Schülerinnen und Schülern vorhin gestellt habe. Die Antworten waren, dass sie nicht genau wissen, was es damit zu tun hat. Aber da steckt mehr dahinter, als man glaubt. Ja, weil Logistik ist ein wettbewerbsentscheidender Faktor inzwischen für eine Bank. Wenn ich die Logistik dahinter mit Bargeld, aber auch mit anderen Abläufen, also alles, was mit Prozessabläufen hat, nicht im Griff habe, dann wird es schwierig für eine Bank. Und das ist auch ein Spezialgebiet inzwischen, das bei uns immer wichtiger geworden ist in den letzten Jahren und das auch zukünftig immer wichtiger wird. Deswegen auch heute an diesem Tag, wo wir unterstützen dürfen und wo wir auch über dieses Thema aufklären dürfen. Unter anderem konnte sich die Handelsakademie auch über die Referate von Experten aus der Logistikbranche freuen. Was werden die Schüler für sich mitnehmen? Ich hoffe mal in erster Linie, dass Logistik ein spannendes Thema ist, eine spannende Disziplin ist und was vielleicht mitnehmen können ist, dass es geplant ist, dass sich in Zukunft die Waren gleich bewegen werden wie das Internet. Wir reden vom Physical Internet. Wenn jetzt Informationen einfach durch die Leitungen flutschen, dann sollen auch Waren in Zukunft sich so zu bewegen, selbstgesteuert über völlig neue Arten und Wege. Und wie das ausschaut und was dazu schon gibt, das möchte ich Ihnen erzählen. Erwartungsvoll werden viele Schüler nach so einem interessanten Tag in die Zukunft blicken. Denn Logistik vernetzt die Welt.